Hallo und herzlich willkommen zur Folge 34 von Die Chroniken von Methana Archolos. Wir sind zurzeit auf dem Weg zum Boduwin. Ah, der Kaden, der muss erstmal ein bisschen das Gesicht wäschen. Sieht ja aus wie Sau. Rumgemoked in der Wiese. So, auf jeden Fall haben wir nicht nochmal Blauflieder. Ja, ich glaube jetzt schon, dass das ein schier endloses Projekt wird, weil ich mindestens 50 Folgen dazu verballer, mit Telekinesen durch die Gegend zu rennen, um wertlose Kräuter aufzusammeln. Scheinbar wertlose Kräuter möchte ich hier mit einwerfen. Denn wertlos, das sind sie auf keinen Fall. Oh, eine Heilpflanze. Ja, auf jeden Fall, heute gehen wir zum Boduwin. Denn wir haben im Prinzip zwei Quests, die es zu erledigen gilt. Und da fängt es auch schon an zu regnen. Einmal natürlich ganz klar die Hauptquest, ja, das Heilmittel für unseren Bruder. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe da jetzt keinen Fehler gemacht, denn gegebenenfalls habe ich da vielleicht ja doch die falsche Blutfliegenart herausgefunden. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie extrem die Auswirkungen sein werden, wenn wir jetzt irgendwas falsch machen. Ich, wie gesagt, hoffe nur, dass es nicht fatal wird. Und zum anderen die Laufburschen-Quest. Ich bin mal gespannt. Hoffentlich haben wir nicht den den Tod unseres Bruders hier besiegelt. Das wäre echt scheiße. Ich habe alle Aushänge aufgehängt. Aushänge? Welche Aushänge? Oh ja, ich habe nichts erwartet, dass du das erledigt bekommst. Hier, für deine Mühen. Übrigens haben wir dafür 500 EP bekommen. Für so eine kleine Quest. Wann wird das Gegenmittel fertig sein? Schon wieder hättest du mich beinahe in einem entscheidenden Moment bei der Zubereitung des Extrakts unterbrochen. Du hast Glück, dass das Gegenmittel für deinen Bruder fertig ist. Jetzt musst du es nur noch ausprobieren. Aber es ist ein Gegenmittel für meinen Bruder. Warum soll ich es trinken? Wenn du dich nicht dafür interessierst, ob das Gegenmittel irgendwelche Nebenwirkungen verursacht. Ja, okay, gib's halt mir. Komm, her damit. Als nur damit. Hoffentlich fallen wir jetzt nicht tot um. Und, spürst du eine Veränderung? Nee, überhaupt nichts. Es sieht so aus, als würde es wirken. Vielleicht zeigen sich die Symptome erst später. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Ja, es ist nur... Es gibt da eine Sache, die mich stört. Verkleidest du dich immer als Scavenger, wenn du Gäste zu Besuch hast? Ein Scavenger? Oh, ihr Götter. Boah, das sieht ja klasse aus. Was ist hier los? Faszinierend. Ich glaube, irgendwas ist nicht... Oh Mann. Welch seltsamer Trunk. So, da haben wir wohl bei dem gepennt. Bis nachts um 19 Uhr. Was ist passiert? Ja, ganz ruhig, Junge. Sieht aus, als wäre die Dosis zu hoch gewesen. Ich muss es vor weiteren Experimenten ein bisschen abschwächen. Wie lange war ich bewusstlos? Ein paar Stunden. Vielleicht ein Tag? Ich weiß nicht genau. Ich habe nicht darauf geachtet. Noch mehr Experimente? Nun ja, natürlich. Ich hoffe, das Gegenmittel gegen das Gift der Flussblutfliege zu verbessern. Falls noch mehr Unglücke wie du auf sie stoßen. Unglückliche wie du auf sie stoßen. So rum. Kannst du mir jetzt schon endlich mal den Trank für meinen Bruder mitgeben? Ja, wo habe ich den nur hingetan? Warte mal, aha. So. Ja, es gibt nur noch eine Sache zu klären. Ein Trank wie dieser ist nicht billig. Wie viel? Schauen wir mal. Du bist die Scavenger losgeworden. Du hast mir beim Testen des Trankes geholfen und du hast die Aushänge für mich verteilt. Sagen wir 40 Goldstücke. Ist das dein letztes Angebot? Du willst feilschen, wenn das Leben deines Bruders auf dem Spiel steht? Es geht nur um ein paar Goldstücke. Hier ist dein Gold. Okay, jetzt lass mich wieder in Ruhe arbeiten. Ich habe eine Menge zu tun. Jo. Also, das mit den Aushängen, wie gesagt, so eine kleine Zusatzquest. Natürlich problemfrei erledigt. Und auch das Gespräch jetzt hier wieder mit 500 Erfahrungspunkten belohnt worden. Also es ist schon sehr interessant, wie gesagt, wie hoch hier die Zahlen sind. Ich kann mir gar nicht vorstellen, ob das Leveln später schwieriger wird, also länger andauert,
Beziehungsweise kann ich mir auch nicht gut ausmalen, welches Level wir am Ende überhaupt erreichen können. Wie gesagt, die Spielzeit wird ja mit 60 bis 70 Stunden datiert, angegeben. Was ja gar nicht so hoch, also schon hoch. Es ist ein bisschen mehr als hier die Bruderschaft-Mod, ne? Weg des Schläfers, war ja mit 50 Stunden Spielzeit angegeben und die war schon echt üppig. Ich weiß gar nicht, was für ein Level wir am Ende waren. 40, paar 40, ich hab's gar nicht mehr im Kopf. Aber es ist halt auch kein 100-Stunden-Brett. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass ich die 100 Stunden ankratzen würde, wenn ich denn so weiter verfahre wie bisher. Aufgrund meiner irrsinnigen Abenteuerlust. Dem Bedürfnis, jedes Heilblatt aufzusammeln. Wie dem auch sei, noch sind wir in Silbach, deswegen ich habe gar keine Ahnung, wie groß der Rest sein wird, was noch alles auf uns zukommen mag. Sehe ich mal ganz kurz hier an die Anschlagtafel, um zu gucken, ob es was Neues gibt. Nein, alles klar. Eine Karte haben wir immer noch keine. Sehe ich mal ganz kurz den guten Dismas ausfindig machen, der will uns wirklich nicht mehr beibringen. Ha, ist das wirklich ein letztes Wort? Habe ich da wirklich alles gemacht, was ging? Es kann auch gut sein, dass ich da einfach alles bis ins Maximum schon reingeschäppert habe. Weil so mega teuer war es auch nicht. Und wie gesagt, es kostet keine Lernpunkte. Und da hinten sehe ich aber eine Möglichkeit, unsere Rohstoffgewinnung nochmal ein wenig in die Höhe zu treiben. Denn da hinten kann man angeln. Und wie gesagt, ich will das mal im Auge behalten, ob das quasi irgendwie random an verschiedenen Spots einfach auftaucht. Oder ob ich einfach diese Anglerposition, Angelposition bisher einfach noch gar nicht gesehen hatte. Ne, wäre halt wichtig zu erfahren, ob wir quasi so eine unendliche Quelle haben, die ihr quasi random immer wieder auftauchen, oder ob das alles endlich ist. Ne, und wenn es aufgebraucht ist, ist es aufgebraucht. Das heißt, ich werde mal die Augen offen halten nach umgestürzten Bäumen, die ja im Prinzip schon abgebaut wurden, ob die quasi, ne, ob der Status sich wechselt, also wieder ändert, ne, ob der quasi von einem abgeholzten Baum wieder zu einem umgestürzten sich zurückwandelt und wir dann wieder drauf loshacken können, wie blöd. Das kann ja alles gut sein. Und wir haben jetzt hier den Heiltrank für Jorn. Jetzt stehen hier alle wie die Roboter auf, 20 Uhr. Und marschieren los. Silbach ist ziemlich leergeräumt, leergefegt. Und ich habe auch den Anschein, als hätten wir jetzt keine Nebenquests mehr. Falls ich doch noch irgendwo einen übersehen haben sollte, dann... Ja, dann kann ich es wohl kaum verhindern. Weil ich glaube, wir sind in Silbach bald durch. Also das kann man wirklich mal festhalten, dass hier nichts mehr viel... zu holen gibt insgesamt. Wie gesagt, falls ich Quests übersehen haben sollte, gebt mir Bescheid. Sollten die auch im Nachhinein noch machbar sein, umso besser. So, wo ist jetzt unser Bruder? Ist der nicht bescheuert? Sagst du die ganze Zeit unten einfach irgendwo, der ist beim Onkel Kurt? Ich glaube, der ist beim Onkel Kurt, ne? Der liegt bei dem doch da im Bett rum. So, Fabio, geh mir aus dem Weg. Du Unsympath! Man könnte natürlich nochmal alle Dächer abklappern, aber das ist so eine Sache. Ich glaube, die mache ich offscreen. Das ist ja bescheuert. Was ist denn hier los? Was machen all diese Leute hier? Am besten, du sprichst mit deinem Onkel darüber. Oha, da geht's direkt wieder rund. Ach, du liebe Zeit. Einfach gewaltig, ne? Archelos macht hier einfach keine halben Sachen. Was ist hier passiert? Soweit ich weiß, gab es einen Einbruch. Mehr weiß ich auch nicht. Was? Volkert! Du musst mal was unternehmen, das geht doch nicht. Guck nicht so wie ein Auto. Was soll denn das? Können wir trainieren? Zwei Handwaffen, nö, interessiert mich nicht. Also hier sind erstmal nur Bauern und Bäuerinnen. Rupert! Sag mal, was ist denn da los? Was ist hier passiert? Ich habe keine Ahnung, ich bin gerade erst angekommen. Das Beste, was du tun kannst, ist mit Kurt darüber zu reden. Fleisch, das du brauchst. Hier für dich. Gibt's immer noch Fleisch, das er will? Das ist jetzt total unangemessen, ne? Schon klar. Einfach wieder hier den Fleischhehler zu spielen, während in der Familie hier eingebrochen wurde. Aber ich will noch mal ganz kurz nach diesem Auftrag schauen. Das war doch ein Dutzend von allem Käse, ne? Genau, er zahlt ja nicht immer ein Dutzend Rohs Wolfs, Scammet und Wolf und Scammet hat man, das heißt nur noch Mollred-Fleisch fehlt. Das hat er jetzt auch nochmal alles bekommen, was wir dabei hatten. Ansonsten ist hier niemand mit Namen wohl oder übel hier in der Nähe.
Und Victor kann auch nicht mehr erzählen. Und Mike, der isst genüsslich erstmal zur Nacht, ne? Ist klar. Was in der Nachbarschaft abgeht, es interessiert ihn nicht. Aber wir als Angehöriger, wir müssen jetzt gucken, was hier abgeht. Da bist du ja endlich. Wo warst du denn, als wir dich am dringendsten gebraucht hätten? Was ist passiert? Jemand ist eingebrochen, hat meine Hütte verwüstet. Das ist passiert. Kein Wunder, deine Hütte hat keine Tür. Geht es Jorn gut? Weißt du, hier liegt das Problem. Jorn ist verschwunden. Was meinst du, er ist verschwunden? Ich habe keine Ahnung, ich weiß genauso viel wie du. Als ich zur Hütte zurückkam, fand ich nur dieses Chaos vor und keine Spur von Jorn. Hast du irgendwelche Hinweise gefunden? Nichts Besonderes, abgesehen von ramponierten Möbeln und Besitztümern, verstreut in allen Ecken. Ich habe auch kein Blut gefunden, also gibt es Hoffnung, dass es deinem Bruder gut geht. In diesem Fall muss das jemandem gemeldet werden. Vielleicht wissen die Dorfbewohner, was zu tun ist. Keine schlechte Idee, aber wie ich sie kenne, bezweifle ich, dass sie ohne einen offiziellen Befehl von oben einen Finger rühren. Die einzige Person, die wirklich etwas dagegen tun kann, ist der Dorfälteste. Schließlich ist er derjenige, der alle Entscheidungen in Silbach trifft. Wenn du schon dabei bist, frag doch mal herum. Ich kann nicht glauben, dass niemand gesehen oder gehört hat, wie sie so einen großen Kerl aus der Hütte geschleppt haben. Willst du uns schon loswerden? Das klingt ein bisschen sehr, wir sagen einfach mal. Willst du uns schon loswerden? Ich habe kein Gold mehr. Sie haben meine Hütte verwüstet und ich bin nicht sicher, ob dies der letzte Besuch von ungebetenen Gästen gewesen sein wird. Versteh mich bitte, Junge. Ich will nicht noch einen Neffen auf meinem Gewissen haben. Wird besser sein, wenn du früher oder später in die Stadt gehst. Ich gehe nicht von hier fort, bis Jorn gefunden ist. Tu, was du willst, aber Silber ist kein sicherer Ort. Wie kommst du darauf, dass die Stadt sicherer ist als das Dorf? Archelos ist eine riesige Metropole, in der die unterschiedlichsten Menschen landen. Es ist leicht, sich hier einzufügen und ein neues Leben zu beginnen, selbst für Neuankömmlinge. Außerdem bieten ausgebildete Stadtwache einen besseren Schutz als eine Handvoll Dorfwache. Hast du irgendwelche Feinde im Dorf? Und wie kommst du auf die Idee, dass ein alter Fischermann wie ich irgendwelche Feinde haben könnte? Ja, vielleicht, weil ich dich seit einem Dutzend Jahren nicht mehr gesehen habe. Ja, das ist wahr. Früher hatte ich sehr unfaire Wetteiferer, aber ich bin schon lange aus dem Beruf raus. Außerdem ist Jorn verschwunden und nicht dich, glaub mir, Junge. Wenn mich jemand töten wollte, hätte er schon längst genug Gelegenheit dazu gehabt. Wen soll ich nach Jorn fragen? Fang mit den Dorfwachen an. Wenn er tatsächlich entführt und aus dem Dorf geschleppt wurde, dann muss einer von ihnen irgendwas gesehen oder gehört haben. Du kannst auch die Bewohner auf deine Begleiter fragen. Ein paar Gaffer haben sich hier schon versammelt, also kannst du mit denen anfangen. Ja, ich hab dir gesagt, dass ich wegen des Heilmittels zu Bodowin gehe. Es scheint, dass sie meine Hütte schon eine Weile beobachtet haben. Sie wussten genau, wann die Hütte leer war. Wo warst du zur Zeit des Einbruchs? Ich ging zum Gasthaus, um einen Tee mit Schuss zu holen. Jorn bekam Fieber, also dachte ich, das würde ihm vielleicht helfen. Woher weißt du, dass es mehrere waren? Schau dir einfach dieses Chaos an. Glaubst du, ein Mann kann in so kurzer Zeit eine ganze Hütte auf den Kopf stellen? Ist dir mal in den Sinn gekommen, dass ein Dieb nicht so leicht in deine Hütte eindringen könnte, wenn sie, eine verschlossene Tür hätte? Das ist ein ruhiges Dorf, wo jeder jeden kennt. Oder zumindest war es so, bis ihr angekommen seid. Mit einer seltsamen Fügung begann genau dann unsere Münzen und kleineren Besitztümer zu verschwinden. Du glaubst, es sind Diebe? Nicht du und dein Bruder. Denn ich kenne dich und vertraue dir, aber das kann ich vom Rest nicht behaupten. Warum sollte jemand deine Hütte verwüsten? Ich bin nicht so dumm, mein ganzes Erspartes in der Hütte aufzubewahren. Sobald ich von eurer Ankunft erfuhr, habe ich mein hart verdientes Gold gut versteckt, nur für alle Fälle. Trotzdem haben sie meine Ersparnisse gefunden. Was fehlt? Zwei der Lederbeutel, die ich für schlimmere Zeiten aufbewahrt habe, sind verschwunden. Wer auch immer es war, muss gewusst haben, was er tut. Warum glaubst du, dass meine Gefährten hinter dem Einbruch stecken? Ist das nicht offensichtlich? Die meisten von ihnen sehen aus wie ein Haufen Gauner. Und in ihren Augen kann man den Ärger ablesen. Ich muss jetzt gehen. Wenn du etwas herausfindest, findest du mich beim Dorfältesten. Ich hoffe nur, dass ich Jorn gesund und munter wiederfinde. Das hoffe ich auch. Und damit beginnt tatsächlich Kapitel 2. Spurlos verschwunden. Ha! Hoffentlich haben wir jetzt nichts kaputt gemacht, was man in Kapitel 1 hätte machen müssen.
Hätte ich jetzt echt nicht mit gerechnet, dass wir einen Kapitelwechsel haben. Aber im Prinzip macht das Sinn, weil erst jetzt nimmt das Ganze an Fahrt auf. Wir dürfen uns da auch gar nicht irgendwie an dem Standard Gothic orientieren. Wir haben ja hier auf Archelos eine ganz andere Geschichte. So. Natürlich machen wir es schon mal nützlich hier, Onkel Kurt. Machen wir ein bisschen sauber. Aha, Ring mit einem blauen Stein. Das hat sogar was gebracht, hier einfach aufzuräumen. Fand ich einen seltsamen Ring mit einem blauen Stein. Gehörte er dem Entführer? Fragezeichen. Was ist denn das für ein Ring? Ist der vielleicht gescheit? Bringt er uns was? Nee. Mit eingraviertem geometrischen Symbol und einem blauen Stein in der Mitte. So, können wir ansonsten noch irgendwie, wie gesagt, schlüpfen. Ah, also die Idee mit dem Kern war gar nicht so schlecht. Da ist kurz Lederbeutel. Den haben wir auch schon gefunden. Wir haben sogar einige Lederbeutel noch dabei. Wo ist denn der vom Onkel Kurt? Aha. Ein Beutel mit einer dicken Staubschicht darauf. Ein paar Münzen klimpern darin. Ich habe ihn kurz Hütte gefunden. Gut, den gehen wir natürlich zurück. Machen wir jetzt hier nicht leer. Vollkommen abstrus, unseren armen Onkel hier zu stehlen. So, darunter ist nichts mehr. Also wie gesagt, schön, dass man mit diesem Konzept des Kehrens hier tatsächlich sogar schon die ersten Hinweise finden kann. Sehr, sehr cool. Gefällt mir. Und kurz anderer Lederbeutel. Ich denke, es wird alles optional sein. Aber, naja, von meiner Seite aus immer eine Empfehlung, sowas zu machen. Jetzt kehre ich nochmal wahllos hier rum, aber wie gesagt, hier haben wir wieder die goldene Zahl 3. Drei Dinge gefunden, das wird wahrscheinlich dann des Rätsels eine Lösung sein, also zumindest hier in diesem Raum. So, wir haben zwei Beutel und wir haben einen Ring. Vielleicht können wir das unserem Onkel sogar schon mitteilen und werden dann schlauer sein. Oh, Onkel Kurt. Hier, sieht so aus, als hätte ich dein Gold gefunden. Wie hast du es gefunden? Ich muss nur ein wenig aufräumen. Wenn es wirklich ein Raubüberfall war, warum haben sie es nicht mitgenommen? Sie müssen es in der Eile übersehen haben. Zeig her. Nur schade, dass sie den Rest meiner Sachen in die Hände bekommen haben. Danke, Junge. So habe ich wenigstens etwas, wovon ich die nächsten Tage leben kann. Nimm diese paar Münzen. Wie du siehst, habe ich selbst nicht viel, aber du könntest sie gebrauchen. Behalte es, du wirst es noch brauchen. Du bist ein guter Junge. Vielleicht reicht es ja, um den Schaden des Überfalls zu decken. So, 100 EP haben wir dafür bekommen. Da wäre nicht viel Geld drin gewesen. Und warum sollten wir das annehmen? Na, also, wie gesagt, ich bin schon so tief in der Gewinnmaximierung drin, dass ich genau weiß, dass wir es zu einem gemachten Mann schaffen werden, ne? Der gute Marvin. Deswegen kann das unser Onkel schon mal behalten. Ich habe diesen seltsamen Ring neben Jorns Bett gefunden. Ich habe nie gesehen, dass er ihn getragen hat. Vielleicht wollte er ihn wie das Amulett eurer Mutter verkaufen. Woher weißt du von dem Amulett? Jorn murmelte immer wieder im Schlaf davon, wenn ich dabei war. Es war die einzige Möglichkeit, auf das Schiff zu kommen. Du brauchst dich nicht erklären, Junge. Ich bin mir der Lage, in der du dich befunden hast, sehr wohl bewusst. Vielleicht gehörte der Ring einem der Entführer? Möglich. Jorn ist ein großer Junge. Wie ich ihn kenne, hat er sich wahrscheinlich gewehrt und hätte ihn aus Versehen jemand anderem vom Finger reißen können. Und was machen wir damit? Ich weiß nicht viel über Schmuck und du wahrscheinlich genauso wenig. Ich glaube nicht, dass wir allein etwas herausfinden können. Es wäre am besten, wenn ich ihn zu einem Freund in der Stadt bringe. Vielleicht kann er mehr dazu sagen. Wenn er sich herausstellt, dass es für unsere Nachforschung nützlich ist, verpfänden wir ihn einfach und teilen das Gold. Ach, nutzlos, nicht nützlich. Adanos weiß, wie viel Gold wir im Moment brauchen. Ich würde ihn tatsächlich lieber behalten. Also das Gold kann er haben, aber bei dem Ring, ich habe das Gefühl, da könnte uns jemand dann drauf ansprechen vielleicht. Ich glaube, ich werde den Ring doch behalten.
Ich werde versuchen, auf eigene Faust was darüber herauszufinden. Ich will helfen, aber es ist deine Entscheidung. Ja, Onkel Kurt, ich würde sagen, so machen wir es erstmal. Wie gesagt, vielleicht hätten wir jetzt noch ein bisschen mehr EP machen können. Aber es gibt ja in Archelos, glaube ich, keine falschen Entscheidungen. Es gibt nur Entscheidungen, die man trifft. Die den Verlauf beeinflussen werden. Und ja, aber bei dem Ring, das würde ich gerne selbst herausfinden. Das wird sich schon irgendwie selbst klären. So, wir sind in der nächsten Folge. Schauen wir mal, was die Bevölkerung so weiß, ob sie überhaupt was weiß. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Es wird, wie gesagt, Kapitelwechsel, dann auch eine Menge neuer Nebenquests geben oder vielleicht ein paar. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir jetzt nicht irgendwie unzugängliche Quests noch haben, die wir in Kapitel 1 hätten erledigen müssen. Das wäre schade. Aber ich würde bei Archelos einschätzen, dass das nicht unbedingt der Fall sein müsste. Wie gesagt, Ereignisse ändern zwar die Gegebenheiten, aber ich glaube, so ein paar kleine Quests, das ist egal, wann man die macht. Je nachdem, wie wichtig die jeweiligen Questgeber für die Restgeschichte sind. Aber es bleibt spannend. Mal gucken, wie es weitergeht. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.